Ihr habt keine Lust, ganz bestimmte Mechaniken in den Maps zu farmen, dafür noch extra bestimmte Skarabäen kaufen, die mega teuer sind und dann auch noch irgendwelche Sextanten von anderen Spielern zu kaufen, wo man noch erstmal 30 Spieler anfragen muss, bis sich da mal jemand meldet. Ihr wollt einfach nur eine Map in euren Apparat legen und los geht's, dann ist diese Farming-Strategie vielleicht die richtige für euch. Im Englischen nennt sie das Ganze Alk and Go, das ist nicht nur mein Freitagabend-Motto, sondern bedeutet auch, dass wir quasi einfach nur eine Alchemiesphäre auf unsere Map packen, die in den Kartenapparat legen und dann los geht's. Und dank bestimmter Punkte im Atlasbaum kann man darum sogar noch jetzt eine Currency-Strategie entwickeln. Ich muss gleich sagen, es ist wahrscheinlich immer noch besser, ganz bestimmte Mechaniken abzufarmen und da eben das meiste rauszuholen. Wenn ihr darauf aber keine Lust habt, zeige ich euch in diesem Video mal ein paar Möglichkeiten, wie ihr trotzdem mit dem richtigen Baum an etwas Geld kommen könnt. Dafür sind genau zwei große Punkte im Atlasbaum wichtig. Einmal fließendes Bewusstsein, zu Englisch Stream of Consciousness, und zum anderen der große Entwurf, zu Englisch Grand Design. Der erste Punkt sorgt einfach nur dafür, dass wir ganz viele unterschiedliche Mechaniken in die Maps kriegen, ohne dafür extra Skarabäen nehmen zu müssen. Und der zweite Punkt sorgt einfach dafür, dass wir eine sehr hohe Monstermenge auf unseren Maps haben. Und je mehr Monster da sind, desto mehr Loot droppt ihr hoffentlich. Wie genau das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Fangen wir mal mit dem einfacheren Punkt an, das ist fließendes Bewusstsein. Eure Karten können nicht durch Fragmente modifiziert werden, mit Ausnahme von göttlichen Gefäßen. Göttliche Gefäße sind die Dinger zum Upgraden von Pantheons und Fragmente sind eben sowas wie Skarabäen etc. Eure Karten haben 50% mehr Basischance, zusätzliche Inhalte zu enthalten. Und diese Inhalte sind eben sowas wie Harvest, Expedition, Legion, Breach. Sämtliche League-Mechaniken, die es so gibt, zählen hier als Inhalte. Und die haben ja alle eine 8%, glaube ich, Basischance pro Map überhaupt aufzutauchen. Und mit diesem Punkt eben nochmal 50% mehr. Und diese Basischance kann man noch weiter erhöhen, indem man zum Beispiel andere Mechaniken blockt. Für jede geblockte Mechanik kriegen wir ja hier nochmal die extra 2% Chance, dass die anderen Inhalte enthalten sind. Und das zählt mit zu dieser Basischance. Das heißt, je mehr wir hier auch noch blocken in Kombination mit diesem Punkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für die Inhalte, die wir eben nicht blocken. Welche ich hier genau blocke, erkläre ich gleich noch, und auf welche Mechaniken ich anderweitig noch eingehe, kommt alles gleich noch. Denn der zweite wichtige Punkt, und der ist ein bisschen komplizierter, ist hier der große Entwurf, Grand Design. Kleine Atlas-Fertigkeiten gewähren nichts, also die ganzen kleinen Punkte hier, die bringen uns gar nichts mehr, absolut null. Dafür, eure Karten haben 1% erhöhte Gruppengröße pro zugewiesener bedeutender Atlas-Fertigkeit, und das sind die größeren Punkte hier. Das heißt, jeder von diesen größeren Punkten, den wir mitnehmen, gibt uns 1% erhöhte Monstermenge. Das klingt erstmal nicht viel, wir haben aber über alle Punkte jetzt zusammen, glaube ich, so irgendwie 36 oder 37% extra Monstermenge. Und das jede Map, sind das quasi 40% mehr Monster auf dem Feld. Und das macht nicht nur mega Spaß, sondern lohnt sich dann tatsächlich auch schon, wenn wir den Atlasbaum darum so ein bisschen drehen. Denn natürlich wollen wir jetzt so wenig wie möglich von diesen kleinen Punkten mitnehmen, weil die bringen ja nichts mehr. Dafür wollen wir so viele wie möglich von diesen großen Punkten, weil die bringen uns eben die Gruppengröße. Das heißt, die Faustregel ist so, ihr wollt nicht mehr als 4 bzw. 3 Punkte ausgeben, um an einen großen Punkt zu kommen. Wie wir das zum Beispiel hier sehen, das wären 5 Punkte nur für den einen Punkt, das ist zu viel Investment. Das ist hier zum Beispiel viel besser, hier sind es immer nur jeweils 3 sozusagen oder 2, wenn man nur die zählt, und man hat hier 2 große Punkte. Dasselbe auch hier nochmal, die sind alle näher beieinander, das bringt mehr, weil wir dann so wenig wie möglich von diesen kleinen Punkten haben. Und ganz besonders cool ist das natürlich hier unten, weil wir haben ja seit 3.19 4 neue Punkte, die uns auch jedes Mal nochmal 1% Gruppengröße geben. Das ist also auch ziemlich gut. Und auch für jeden Punkt, den wir blocken, gibt es ja auch nochmal 1%. Wir können hier ruhig ein paar Mechaniken blocken. Welche Mechaniken wir jetzt aber dazu laufen, sind natürlich die Mechaniken, die auch mit der Gruppengröße, die wir durch diesen Punkt kriegen, skalieren. Und das sind natürlich Strongboxen, also Tresore. Das sind diese Harbinger-Dinger, das sind diese blauen Stargate-Viecher. Das sind auch Schreine, die auch nochmal sehr viele Monster auf dem Feld bringen. Wir haben Abgrund, nehmen wir mit, also Abyss, weil das auch nochmal sehr viele Monster mitbringt. Und auch ganz, ganz wichtig ist Harvest, Leute. Harvest lohnt sich extrem seit der Umstellung. Der Lebenssaft ist übelst viel wert. Ab und zu kriegt man dann noch ein legendäres Monster, was dann dieses Fragment fallen lässt, was man für den absoluten Harvest-Boss braucht. Das Fragment alleine ist knappe 2 Divines momentan wert und das droppt gar nicht mehr so selten. Also Harvest ist richtig, richtig gut. Harvest würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Welche Mechaniken ihr blockt, ist relativ euch überlassen, weil ja doch die meisten Mechaniken dann doch eben mit der Gruppengröße skalieren. Was auf jeden Fall nicht skaliert, ist Metamorph. Also Metamorph kann auf jeden Fall
raus. Ich mache auch Heist raus, weil das auch keine Monster auf dem Feld bringt. Und der Rest ist quasi ein bisschen euch überlassen, was euch da so gefällt. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich Blight rausgenommen habe. Blight macht mir nicht immer sehr viel Spaß. Kann ich gerade nicht sagen, warum ich das rausgenommen habe. Und Expedition habe ich auch rausgenommen, weil ich es davor halt schon hart gefarmt habe und ich Expedition nicht mehr sehen konnte. Expedition lohnt sich aber auch extrem, weil dann eben ab und zu mal ein Logbuch droppt, ein bisschen Währung etc., das man dann eben verkaufen kann. Das kommt natürlich darauf an, was ihr euer Bild habt, wie gut euer Bild performt. Wenn ihr zum Beispiel keine guten Legion machen kann, dann könnt ihr Legion blocken. Dann braucht ihr die entsprechenden Punkte hier auch nicht, hier oben, die ich genommen habe. Das ist ein bisschen euch überlassen. Generell müsst ihr euch auch nicht auf dieser rechten Seite hier fokussieren. Ihr könnt auch hier links gehen und zum Beispiel noch Delirium Punkte mitnehmen. Delirium skaliert auch sehr gut mit Gruppengröße, genauso wie Ritual oder auch Beyond. Das könnt ihr alles auch mitnehmen. Ne? Dieser Baum ist nicht fest. Wichtig sind einfach nur die beiden Punkte, fließendes Bewusstsein und großer Entwurf, damit ihr eben keine Skarabäen und keine Sextanten nutzen müsst und die Monsterdichte eben sehr, sehr hoch ist. Alle anderen Punkte sind einfach nur flexibel, wie ihr das machen wollt. Ich bin eben auf Strongboxen gegangen, auf Harbinger, auf Harvest vor allem und Schreine und das ist ziemlich gut bisher. Was droppt? Das ist ja das Ding bei dieser Strategie. Es droppt halt von allem was. Von Harvest kriegen wir diesen Lebenssaft. Von den Strongboxen kriegen wir Maps, Skarabäen, Currency, Karten, alles. Harbinger gibt uns vor allem diese zwei Sphären hier, die wir hier haben. Einmal diese uralte Sphäre und einmal die Annullierungssphäre, die auch jeweils nochmal, ich glaube, wenn man davon viel hat, sind die 17, 18 Chaoswert pro Stück. Bei denen weiß ich es gerade gar nicht, auf jeden Fall auch ein paar Chaoswert. Das summiert sich dann schon, wobei natürlich Harbinger seit der Ex-Änderung auch nicht mehr so toll ist. Also Harbinger könnte man theoretisch auch rausnehmen und dann vielleicht stattdessen noch mehr auf Delirium gehen. Natürlich habe ich hier nochmal den Weltenfresser mit reingenommen, weil wir davon auch nochmal sehr viel von dieser außerirdischen Currency kriegen, die auch nochmal ein paar Chaoswert ist, wenn wir die verkaufen wollen. Also auch das nehme ich auf jeden Fall mit. Und wie gesagt, dieser Abgrund, dieser Abyss, weil hier gibt es nochmal diesen Punkt, eure Karten haben plus 1% Chance, einen Abgrund pro 2% erhöhter Gruppengröße zu enthalten. Und da wir ja Gruppengröße skalieren, haben wir auch ganz viele Abgründe auf der Karte, manchmal 2 bis 3 Stück oder so. Und so kommen eben noch mehr Monster aufs Feld. Ihr wollt prinzipiell einfach nur so viele große Punkte wie möglich bei den Mechaniken, die euch am liebsten Spaß machen und die vor allem mit der Gruppengröße skalieren. Was ich jetzt noch als Besonderheit mit reingenommen habe, ist dieser Punkt hier, Gestaltung der Täler. Hier kriegen wir auch nochmal eine höhere Menge an gefundenen Gegenständen, als auch nochmal erhöhte Gruppengröße, wenn wir als Map-Mod die Mutigen gehört die Welt nehmen. Das ist der Punkt, der dann quasi einfach zufällig eins von den anderen auswählt für 3 Chaos und dann würden wir nochmal extra Boni kriegen. Das müsst ihr nicht machen, wenn ihr 3 Chaos habt pro Map, könnt ihr das durchaus machen, bringt mehr Loot und nochmal mehr Gegner auf dem Feld. Und wenn ihr dann doch Sextanten nutzen wollt, könnt ihr das auch machen. Ich achte dann aber gar nicht mehr drauf, was da kommt. Ich will einfach nur mehr Monster haben. Ihr ballert die einfach drauf, vollkommen egal, was es ist. Hauptsache, da sind mehr Monster drauf und gut ist. Dann nehmt ihr euch einfach eine Map eurer Wahl, schmeißt ihr eine Alchemiesphäre drauf, deswegen ja Alk and Go, packt die rein. Nehmt hier so einen Einfluss mit, entweder Exhorch oder Weltenfresser und los geht's. Die Mutigen gehört die Welt, aktivieren und rein da. Und mehr ist es nicht und das macht wirklich auch sehr viel Spaß. Gerade wenn ihr auch ein Bild habt, der zum Beispiel noch die Gegner zum Explodieren bringt, wie mein Autobomber-Bild. Weil je mehr Gegner da sind, desto mehr Gegner können auch explodieren und dann ist das Spielgefühl nochmal geiler. Ich finde einfach, es ist sehr, sehr geil und es lohnt sich tatsächlich auch. Ich habe sehr viel verschiedenes Zeug gedroppt. Auch wenn man trotzdem sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel Harvest direkt farmt mit den ganzen kleinen Punkten, die natürlich auch nochmal was bringen, lohnt sich das wahrscheinlich noch mehr. Aber da ist auch das Anfangsinvestment höher, weil man hier ja nichts braucht, außer vielleicht mal 3 Chaos für eine Map. Hier muss man keine Skarabäen holen, die irgendwie 5 bis 10 Chaos nochmal einzeln kosten. Das fällt hier eben alles weg. Ich verlinke euch den Baum unten. Wie gesagt, das ist kein finaler Baum. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen nach links shiften und danach ein paar Punkte nehmen, je nachdem, welche Mechaniken euch am meisten Spaß machen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne in die Kommentare damit. Schaut mal auf Twitch vorbei. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.